Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tech World 2. So, die Sturdy Casings für die Lava, jetzt wollte ich schon Lava Still sagen, für die Still sind fertig. Jetzt brauchen wir noch Glas, das haben wir und ach, Redstone. So, das haben wir. Wir brauchen aber nochmal zwei, sammeln schnell Servos. Ich will hoffen, dass wir diese Anlage dann jetzt heute auch fertig kriegen, aber das sieht ja schon sehr gut aus. Gut, du bekommst und du bekommst. Dann einmal hier und einmal hier. So, die sollten jetzt eigentlich anfangen. Jawohl, und wir bekommen das, was wir wollten. Ethanol. Ach. Wie sieht das von den Saplings aus? Ich würde hoffen, dass hier genug Saplings reinkommen. Ansonsten muss ich irgendwann nochmal eine zweite Forestry Farm aufbauen oder die vergrößern. Was ich jetzt mal gerade machen werde, war. Ich werde das Glas hier rausholen. Ein bisschen Kobbel pulverisieren. Damit wir Sand bekommen. Ich will nämlich eine große Ladung Fertilizer machen. Den Fertilizer nehme ich mal mit. Und der macht uns dann hier auch Biomasse und die fängt an. Ah, hier ist das wunderschöne Ethanol, wundervoller Alkohol. So, das wird jetzt mal hier rausgepumpt. Und dann mache ich hier noch eine Energieleitung, die dann hier reinlaufen wird, und zwar von da so runter. Nochmal zwei Viadukte, die das Ethanol rauspumpen. Und ich mache mal gerade ganz schnell da Barrel für den Mulch, weil Mulch ist ja, soweit ich weiß, dann auch mal ein Fertilizer für eine Forestry Farm. Kann auch sein, dass ich gerade wieder total einen Schwachsinn plaudere. Aber ich frage mich echt, warum ich sowas dann nicht mal IT aufgebaut habe. Es war doch eigentlich voll simpel. Aber naja. Bin halt damals einfach nicht gedanklich aufgekommen. War ja da noch so ein bisschen gedanklich blöde. So. Du pumpst raus. Nein, rauspumpen, so. Sehr schön, der bekommt Mulch. Hier können wir auch zumachen. Hier ist soweit alles in Ordnung. Wenn ich jetzt hier zumache, kann man dann. Jawohl, sehr schön. Okay, der pumpt da raus. Wie sieht das gerade vom Strom aus? Ja, das wird auf jeden Fall bald entlassen. What the fuck war das? Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Ah, aber hier die Maschinen. Sagt doch schon noch seine Leistung. Gut, was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, sind nicht die Combustion, sondern die Combustion. Schon wieder der gleiche Fehler wie in der letzten Aufnahme, das ist dann nämlich die Compression Crafter, nein, Compression Dynamo. Die eigentlich relativ simpel gehen.
Wir brauchen Zinsen, Zingears und Resonant Recognition Calls. Also, nehmen wir gerade mal das Ganze mit. Hoffen wir, dass wir das jetzt noch hinbekommen mit den restlichen Ressourcen. Ach, ich nehme einfach das mit. Und zwar wollte ich zwei von denen da haben. Moment. Ich mache hier gerade wieder schon totale Scheiße. So richtige Scheiße. Gut. Die haben wir. Machen wir nochmal zwei Servos. Und wir nehmen uns noch ein bisschen Lead raus, weil wir noch ein paar Conduits brauchen, Energy Conduits. Und die werden dann hier angeschlossen und werden dann, wenn ich hier das und das so mache und so und so, bekommen die schon mal wundervollen Ethanol zugeflößt. So, das hatte ich damit beabsichtigt, aber damit die arbeiten, brauchen die noch Wasser. Das heißt, wir machen uns nochmal einen Gang hier rein. Und schauen wir mal, dass wir rüberkommen zu der Wasserleitung. Da haben wir sie auch schon. Brauchen aber nochmal Fluidukte, so wie es aussieht. Eins, zwei, drei, vier, eins. Ach, ich hätte ja noch Lied. So. Ah, Moment, Moment, Moment. Da hätte ich fast einen Fehler gemacht. Da darf ja da noch gar nicht rein. Sondern das kommt hier rein und die arbeiten. Und zwar machen wir jetzt aus Ethanol und Wasser machen wir RF. Und zwar gar nicht so wenig, würde ich sagen. Und zwar so momentan 50 RF pro Tick. Das füllt sich dann auch nach und nach wieder auf. Wir haben noch einiges in Reserve. Das füllt sich hier super nach. Finde ich ja sehr schön. Biomasse kommt auch ordentlich rein. Schon keine Zeppelins mehr oder was? Okay, die steht dann halt auch ein bisschen still. Obwohl es ein Verwenter ist und keine Still. Aber naja, das sollte jetzt kein Problem sein. Nach einer Zeit sollte sich das alles regulieren. Jetzt geht es ja eigentlich nur noch an, das Ganze zu verkleiden. Machen wir nochmal mit der Sompa Cover. Und verkleiden das Ganze dann hier nochmal perfekt. Das meinte ich nicht mit perfekt. Voila! Ah, beautiful! So muss starten. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich noch mal schauen, dass ich mit den Zombies, mit denen man gerade
aufgehört hat. Abdancen gehen? Nee. Ich wollte hier noch so Hälfte machen. Alter, ich will ja nicht sagen, dass ich schreckhaft bin oder so. Aber ich bin schreckhaft. So. Hier noch so ein Gang, da kommt dann noch ein Redstone Furnace hin. Mulch hat da, der hat das ganze, der bekommt auch schon keine Zaplings mehr. Weißt du was, ich mach doch die Sianer gerade schöner. Gefällt mir gar nicht. Machen wir gerade ein bisschen Fusch am Bau. Alter. Ja, ist ja gut. Hast ja recht. Schalten wir den einfach mal so lange aus. Kann er sich so ein bisschen erholen. Scheiß Gott, Zombie. Nochmal das Inventar ein bisschen ausmisten. Nee, das ist Limestone. Machen wir eine große Ladung Epetal. Fertig. Ich weiß ja mal gerade dazu. Lädt die sich jetzt eigentlich wieder auf? Natürlich nicht. Der hat jetzt neu von der auch. Die produziert, oder gesagt, der produziert gerade. Füllen wir dich nochmal auf. Der braucht keinen. Ja. Restlich. Ich habe noch einen Mulch dabei. Ich werde mal schauen, vielleicht brauche ich ausgehend sogar noch eine zweite Forestry Farm. Damit wir da so ein bisschen mehr bekommen. Brenne, verrecke elendig. Kümmer den Mulch mal gerade dazu. Gut, dann bauen wir nochmal schnell den Redstone Furnace dahin. Da so. Brauchen wir Bricks. Verstehe ich aber gar nicht, warum der Strom da nicht hingeleitet wird. Die sollten doch am gleichen Stromnetz liegen. Irgendwo verbindet sich der Strom ja hier. Hier. Nehmen wir die nochmal mit und verbinden das Ganze hier. Weiß nicht, ob das einen Unterschied. Okay. Jetzt sollte sich das oben aber auch wieder auffüllen langsam.
Oder auch nicht. Werde ich mir mal anschauen. Ich will jetzt auf jeden Fall den letzten Furnace noch schnell fertig machen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hat der noch irgendwie hier gebraucht? Redstone. Machen wir den Machine Frame. Redstone Reception Coil. Ach, Kupfer. Gut. Und wir machen uns nochmal ein Bevel für Charcoal. Hier nehmen wir noch mit. Ich schaue dann gleich mal kurz, ob ich die Turtle schon was gefarmt hat an Copper. Ah, Sand bekommen wir jetzt auch schon von der Farm. Mache ich noch schnell fertig, dann beende ich jetzt auch wieder diese Aufnahme. Habe nämlich gerade irgendwie keinen Bock mehr aufzunehmen. Von da bekommst du und nach da gibst du aus. Das machen wir dann mal gerade anders. Und zwar schmeißen wir dem schon mal ein bisschen was da rein, damit das sich auch verteilt. Und normalerweise sollte jetzt hier so 50-50 sein. Hälfte Holz geht darüber und darüber und wir bekommen Charcoal und Holz. So, jetzt haben wir eigentlich so eine selbstversorgende Anlage. Futures wird irgendwann was ausgehen. Aber ich werde mich mal auseinandersetzen, dass wir vielleicht noch ein bisschen gepinnte Äpfelbäume bekommen. Muss ich mich mal informieren. Hatten wir ja damals auch beim RBT, hat er uns ja der Bakerman gemacht. Wenn wir schauen, wie das geht. Oder vielleicht können wir ja auch in die Kommentare schreiben, wie es geht. Vielleicht machen wir dann auch in der nächsten Aufnahme mal hier das Crossbreeding von Industrial Craft. Das interessiert mich mal. Da habe ich mich ein bisschen mit reingelesen. Wenn ich weiß, was das ist, das ist einfach. Man kreuzt sich ein paar Pflanzen zusammen über die sogenannten Crops. Kann da richtig awesome Shit rausbekommen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass damals Bakerman und Butze sich auch noch später Gastränen angepflanzt haben. Und das klingt schon echt nicht schlecht. Aber naja, gut. Ich würde sagen, schauen wir uns mal die Bienchen an. Jetzt haben wir schon eine schöne Sammlung da. Das war's dann auch für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles scheiß den ganzen Rotz unten einfach rein. Ihr wisst, ihr kennt den ganzen schon bald. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder ist, Techdown 2. Bis da. Techdown habe ich jetzt wieder gesagt. Techworld 2. Bis dahin, tschüss.